Hallo, meine Freunde der Sonne. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start ins Wochenende. Und ja, die liebe, jetzt muss ich ganz kurz. Milita. Ich glaube, Milita. Liebe Milita, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche, kannst du mich gerne treffen und mir in die Fresse hauen. Es war die Milita. Wenn ich deinen Namen falsch ausspreche, wie ich schon gesagt, kannst du mir gerne in die Fresse hauen, kannst du mir gerne nochmal auf Instagram schreiben. Und heute soll ich auf YouTube-Kacke auf ein Containerschiff reagieren. Und das machen wir doch. Das machen wir doch gerne. Und ja, genießt ein bisschen das schöne Wetter, lasst euch nicht ärgern. Und ja, es ist wieder Wochenende. Besser kann es doch gar nicht laufen, oder? Unterwegs mit einem Container. Wir leben hier wie in einem Hotel. Der Standard ist auch sehr gut. Wir haben keinen Fernseher, wir haben kein Internet. Der Standard ist doch nicht gut. Ein moderner Frachter. Ich bin noch nicht fertig. Spaß. Jetzt schauen wir, dass wir auch Internet an Bord bekommen, damit alle YouTube-Kacke schauen können. Das ist sehr wichtig. Hast du einen guten Koch, dann hast du einen guten Koch und einen starken Schaft. Vor allem witzigerweise, muss ich mal, weil der ganze Tag von Koch und sowas redet, wir mussten heute an der Maschine was zusammenbasteln. Und das ist allererste Mal, dass wir Kleber benutzt haben. Wir mussten wirklich Kleber benutzen und da kam so unsere Chefin an und der Kleber ist an der Seite so rausgelaufen, weil wir es zusammendrücken mussten und dann haben wir durchgebohrt und dann haben wir eine Schraube also reingemacht und da kam die Chefin so an, da hat die uns so gefragt, so, na, da habt ihr heute aber ein bisschen daneben gespritzt. Und wir gucken die so an. Wie bitte? Was haben wir gemacht? Und die Chefin so, ihr wisst, was ich meine. So ungefähr, ne? Die hat das nie gesagt, aber der Blick so. Und wir so, ja, okay. Ne? Ist ja egal, was wir nehmen. Wir können ja Kleber nehmen oder, ne? Klebt ja beides. Und die Chefin, ja, da habt ihr recht. Es war übelst cool. War sehr cool. Also wir haben wirklich zum ersten Mal Kleber benutzt, weil es einfach nicht funktioniert hat, so wie wir es gemacht haben. Wir mussten zwei Teller zusammenpacken. Und da haben wir eine Schraube reingedreht und die Schraube ist durchgedreht. Und da haben wir überlegt, scheiße, was machen wir jetzt? Weil die zwei Teile, die konnte man so mit der bloßen Hand halt hochheben. Und da haben wir überlegt, da komm, nehmen wir jetzt einfach Kleber. Packen wir einfach Kleber drauf, vielleicht funktioniert es ja. Und es hat funktioniert, aber haben wir es halt, da habe ich das so runtergedrückt und mein anderer Kollege, der hat dann unten zwei Schrauben reingedreht und da ist es halt an der Seite so runtergelaufen. Es war halt so geil, ne, die Chefin. Es war cool, aber ja. Grüße gehen raus, liebe Chefin, ich mag sie. Extrem. Ist cool mit der Chefin, ist wirklich eine sehr, sehr liebe Chefin. Mit der kann man echt Witze machen. Wenn du einen Koch hast, dann kannst du den manchmal einfach in den Arsch treten. Das ist gut. Manchmal übernehme ich diesen Part. Dann lasse ich mich in der Küche sehen und koche was. So schlecht bin ich nicht darin. Meine Familie macht sich immer über mich lustig, wenn ich koche. Das ist nicht gut. Hier bei dieser Reederei stehen uns täglich pro Mann 9 Dollar für Verfügung zur Verpflegung. Es müssen immer zwei Köche probieren, ob die Kacke schmeckt. Schmeckt scheiße, Leel. Container transportieren Scheiße, die man im Internet kaufen kann. Diese zu verlagen und zu sichern ist eine Schaftwissenschaft für sich. Die schweren Container kommen ganz nach unten. Darüber verladen wir die leichteren Container. Alter, was ist daran so schwer, du Keck? Das ist Keck. Ich liebe YouTube-Kauke. Ah, schön. Oh, geil. Klar, Virgilio hat ein Saalstyle organisiert. Elektriker und Ingenieure glauben damit jetzt einen Kompressor. Na, doch, sowieso keiner. Ich bin ein Container. Früher wollte ich Elektriker. Ja, der Koch, ich bin ein Container. Ja, so melde ich mich auf Arbeit auch immer, nur dass ich immer sage, ich bin ein Depp. Ich gehe immer früh auf Arbeit hin, sage immer, ja, ich bin Depp, ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber es ist immer wieder schön auf Arbeit, das habe ich jetzt schon 5 Milliarden Mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Bei uns auf Arbeit immer, sobald die Chefin raus ist, also unsere Schichtleiterin,
setzen wir uns immer hin. Und wenn dann, ihr kennt das ja selber, alle, die als Wartung arbeiten und Maschinenbedienung, die wissen ja, wie es ist, ne? Wenn mal Fehlercode, sag ich mal, 556 zum Beispiel angeht, ne? Die meisten springen auf, reparieren sofort, dass die Maschine sofort weiterläuft und wir sitzen da immer so hin, so. Und gucken so die Wand an, quatschen so über schönes Wetter und so, ja, wie geht's hier heute so? Und sobald wir aber von Weitem sehen, okay, jetzt kommt unsere Chefin, unsere Schichtleiterin, rennen wir sofort zur Maschine und tun so, als wir reparieren. Ist immer wieder cool. Ja, da denke ich mir immer so, ja, ich bin, ja, eigentlich könnte man sagen, ich bin Container, ne? Ich mach nichts. Steh einfach nur rum. Ah, schön. Cool. Werden. Aber ich bin durch den Test gefallen, weil ich etwas gestört bin. Angefangen habe ich als Heck. Über dir ist dann nur noch der Chefkoch. Also habe ich mir gedacht, klaue ich dem doch einfach seine Sachen und bin dann bald selber Chefkoch geworden. Tja, einfach smart. Wow. Wow. Ich bin echt auf den Kopf gefallen. Bei normaler Reisegeschwindigkeit fressen die Maschinen 40 Tonnen Eiran täglich. Um den Schiffsantrieb kümmert sich Pepe Alvarez. Dafür habe ich studiert. Zu wild. Passiert. Tonmarken sind meine Passion. Neuschen. Der zweite Offizier macht irgendwas. Es sieht fast so aus, als ob wir das sehr genau testen. Aber wir spielen hier nur so ein bisschen herum. Ich darf auch gerade nicht hier sein. Alles. Ja, genau so ist es bei mir auch, ne? Chefin kommt so, eine Schichtleiterin kommt so. Man tut so, als man irgendwie so also, dass man repariert, ne? Also, man tut so, als man so eine Schraube reintritt. Also, wir spielen an der Maschine so rum, ne? Sehen so, die Chefin geht so langsam raus. Und dann setzen wir uns wieder hin. Und quatschen erstmal eine halbe Stunde. Das Geile ist aber, das glaubt man mir jetzt nicht, aber ohne Mist, unsere Schicht ist sogar die beste. Das ist kein Witz, ne? Unsere Schicht ist wirklich die beste, weil wir die wenigsten Fehler machen, ne? Also, weil wir ja auch nach Brasilien, nach Italien, nach Spanien und sowas Tabletten verschicken. Und da kommen manchmal so in den anderen Schichten so Fehler, dass zum Beispiel das Datum falsch geschrieben wurde und, ne? Falsch einprogrammiert wurde, also falsch reingeschrieben wurde und. Und das machen wir aber immer richtig, aber wenn die Maschine steht, dann steht die bei uns. Heute genauso. Heute hat die Maschine gepiepst so, gucke ich so meinen Kollegen an, gucke da so auf die Uhr, sagt er, ja, wir haben ja eine halbe Stunde Pause. Ich so, ja, haben wir uns so hingesetzt. Alle anderen warten auf mich. Wir müssen ständig auf irgendetwas warten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mal die Chefin hier hinguckt, das ist natürlich alles gelogen. Wir arbeiten fleißig die 8 Stunden durch. Wir reparieren sofort und ja, wir machen alles super. Warten auf den Lotsen, warten auf irgendwelche Spastis, immer nur warten. Aber so ist das Leben. Ach du Scheiße, da ist ja der Kapitän. Heide. Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän. Dies ist die Ankündigung einer Übung. This is a drill, this is a drill. Lol, ich hab euch wieder voll verarscht. Ihr könnt jetzt wieder gehen. Aua. Louis Grigloria unternimmt einen kleinen Schiffsrundgang. Können wir loslegen? Also, wir sind... In der Regel bleiben Offiziere und Kapitäne und Offiziere und Tapeziertische 4 bis 6 Monate an Bord. Der Rest der Crew arbeitet gar nicht. Sieht man ja auch nun. In diesem Zollverschlusslager stapeln sich Zigaretten, Toilettenpapier und Hochprozentiges. Hier können Crewmitglieder so richtig saufen. Dazu später mehr. In exotischen Häfen wird manchen Behördenmenschen schon mal eine Fanta-Exotik aus der Schatzkammer in den Arsch gesteckt, damit die Kaliditas schnell wieder ablegen kann. 5, 6, 7, 8. Es ist Mittagszeit und dieser Vollspast ist jetzt schon so f***. Den Scheiß kann man sich nicht geben. Deswegen machen wir weiter und klopfen bei irgendwelchen Leuten an der Tür. Alter, mach doch auf. Hast du lang gesoffen? Yes, of course. War auch klar. Yes, ich hab's. Das mache ich so in meiner Freizeit. Musik hören, YouTube-Kacke anschauen. Norraun. Okay. Say hi to my wife. Sag Lo zu meiner Alten. Das ist mein Zuhause an Bord. Ich lebe hier allein. Alle anderen sind über Bord gesprungen, weil ich ständig Musik höre. Ah, Scheiße. Ach man, ich liebe YouTube-Gacke.
Als dritter Offizier musst du Wache auf der Brücke halten. Das ist vorgeschrieben. Wenn du wirklich lebensmüde bist, dann geh zum Kapitän und sag ihm, dass er stinkt. Er wird dich absolut wegschallern. Muss euch mal vorstellen. Seit du 6 Monate mit dem Kapitän so unterwegs, ne? Seid auf so einer Points. Und geh zu den. Und geht zum Kapitän und sagt so, die stinken. Ach, geil. Ah, geil. Sagst du einfach zu einem Kapitän, ja, die stinken. Lull. Ich weiß gar nicht, wie ich mich als Kapitän fühle. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dann in dem Moment als Kapitän fühlen sollte, ne? Entweder man schmeißt ihn runter, ne? Also man haut ihn von Bord. Man denkt sich so, lass den Spasti reden. Oder man denkt sich so, jo, der Typ wird heute Abend im Krankenhaus landen. Ich stell mir das so geil vor. Stellt euch mal ohne Scheiß vor. Ihr seid so, neben Kapitän so, macht gerade hier Knöpfe kaputt, ne, drückt auf irgendwelche Knöpfe so, und dann kommt so ein Arbeiter, so, kommt so rein, so, lächelnd und so, und der Kapitän, was ist denn los, so, und der so, ja, ich muss dir was ganz Ernstes sagen, sie stinken. Spaß. Und jetzt verpisst euch. Südlich von Sri Lanka ist die See südlich, so wie meist um diese Jahreszeit. Kapitän Milojic hält eine kleine Rede. Auf der Welt gibt es 2 Arten von Menschen. Die einen sind einfach nur Menschen, die anderen Menschen. Wir sind einfach nur total debil. Das ist das Schöne am Leben. Zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Telefon. So ist das. Lol. Nö. Neues Wenzling. So was. Oh, Alter. Oh, nee. Ah, scheiße. Ja, liebe Milita, ich hoffe, es hat dir mega gefallen und ich wünsche dir auch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, es hat natürlich auch den anderen ein bisschen gefallen. Ja, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, schreibt mir bitte auf Instagram oder auf Twitter, da bin ich sehr aktiv und würde mich freuen, wenn mehr Vorschläge kommen und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wir sehen uns definitiv dativ, akkutativ im nächsten Video, bis dahin, haut rein und tschüss!